Willkommen zurück bei Phänomenal und wie den ganzen Spieltag dreht es sich heute alles ums Thema Inklusion und eine ganz wichtige Institution, die sich ja jahrelang schon mit diesem Thema beschäftigt, sind die Special Olympics und bei mir ist jetzt Gerhard Stiens, er ist der Vorsitzende der Special Olympics NRW und Gerhard, erklär doch mal, was sind die Special Olympics und was hat das mit Olympischen Spielen zu tun? Der Name klingt ja schon sehr danach. Special Olympics ist die weltweit größte Sportorganisation ausschließlich für den Sport geistig und mehrfach Behinderter. Wir sind inzwischen in 175 Ländern präsent. Über 5 Millionen Sportler machen bei uns Sport. 40.000 davon allein in Deutschland und fast 10.000 in Nordrhein-Westfalen. Wir dürfen uns olympisch nennen, weil uns das Internationale Olympische Komitee anerkannt hat. Wir veranstalten in der Tradition der Olympischen Spiele alle paar Jahre auch große Sportfeste mit einem bunten Programm. Im nächsten Jahr sind wir in Nordrhein-Westfalen wieder dabei. Ab 14.06. geht es in Hamm los, also bitte den Termin vormerken. Und alle 4 Jahre finden Weltspiele statt, genau wie bei der Olympiade. Im nächsten Jahr wird das in Abu Dhabi sein und in 4 Jahren ist es uns gelungen, die Spiele nach Deutschland zu holen. So sehr wir uns bemüht haben, nicht nach Dortmund, sie werden in Berlin stattfinden, aber wir freuen uns trotzdem drüber. Ja, ein Riesenerfolg, da werden wir gleich auch nochmal die Mats sehen. Nach den Olympischen Spielen finden in der Regel auch immer die Paralympischen Spiele statt. Jetzt habe ich da noch einen Namen mit in den Raum geworfen. Was ist denn der Unterschied zwischen den Special Olympics und den Paralympics? Zunächst ist es die Art der Behinderung. Wie ich schon sagte, sind bei uns Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung im Sport tätig. Wir betreiben keinen Höchstleistungssport, bei uns gibt es keine Rekordlisten, aber wir betreiben ganz normalen Wettbewerbssport. Das heißt also nach den allgemeinen Regeln, die wir aber in leichte Sprache übersetzen. Und man qualifiziert sich dann jeweils auch. Wir bilden Leistungsgruppen, das heißt auch bei uns kann der Schwächere durchaus mal gewinnen und sich qualifizieren für die nationalen oder auch die Weltspiele. Was bietet Special Olympics in eurem Fall, vor allem in NRW? Inzwischen betreiben wir 19 Sportarten im Sommer und 4 Sportarten im Winter. Wir organisieren das Training, wir veranstalten Wettbewerbe, Einzelwettbewerbe und die genannten Spiele. Dabei sind sehr viele Ehrenamtler für uns tätig. Mein Appell geht immer wieder an die Sportbegeisterten, arbeitet bei uns mit. Unsere Sportler sind fair, begeisterungsfähig, ihr werdet viel Spaß haben. Wir machen sehr viel Inklusion. In den Mannschaftssportarten haben wir inklusive Teams, die sogar am normalen Spielbetrieb teilnehmen. Und wir haben ein Gesundheitsprogramm. Das heißt also, die Sportler werden während der Wettbewerbe noch beraten, untersucht und dergleichen. Okay, seit einiger Zeit arbeitet ihr auch mit dem BVB zusammen. Das ist unter anderem ein Grund, warum heute der Inklusionsspieltag stattfindet. Welche Kooperation gab es denn? Welche Aktion gab es denn bisher zusammen mit der Borussia? Also die Zusammenarbeit mit Borussia ist natürlich ideal für uns, weil wir sind ein Verband mit Sitz in Dortmund. Fußball ist unser großer Inklusionssport. Unsere Athleten brauchen auch Idole. Sie sind vielfach begeisterte Fans, vor allen Dingen hier natürlich BVB-Fans. Bei jedem Heimspiel dürfen wir 2 Einlaufkinder stellen. In der Europäischen Fußballwoche gibt es ein Training, zu dem auch Prominente kommen. Und natürlich ist der heutige Inklusionstag etwas ganz Tolles, für das wir uns sehr herzlich beim BVB bedanken. Ja, und wir bedanken uns sehr herzlich, dass ihr heute bei uns hier im Stadion zu Gast seid. Auch hinter der Kamera haben wir viele Praktikanten, die heute hospitieren. Eine tolle Sache. Vielen Dank, Gerhard, dass du die Special Olympics bei uns vorgestellt hast. Und wir sehen jetzt die Mats, mit der man sich für Berlin 2021 beworben hat. Berlin. Eine Stadt der Träume. As a free man, I take pride in the words, ich bin ein Berliner. Eine Stadt der Freiheit. Eine Stadt des Wandels. Mein Traum, kommt nach Berlin. Lass uns die Welt gemeinsam entdecken. Gemeinsam stark. Lasst uns gemeinsam Mauern einreißen. Wir sind Unified. Angriff! Okay.
Wir kämpfen für unser Recht. Wir erobern uns die Welt. Gemeinsam die Welt verändern! Gemeinsam stark! Willkommen zurück bei Phänomenal, beim großen Inklusionsspieltag. Und wir haben gerade das Bewerbungsvideo gesehen, mit dem Berlin 2021 eingetütet wurde. Und eine, die hoffentlich auch dabei sein wird und hoffentlich auch viele Medaillen für Deutschland abstauben wird, ist Stefanie Wiegel. Sie ist Athletin, aber auch Athletensprecherin bei den Special Olympics in NRW. Stefanie, heute seine Kollegen aus dem Athletenrat auch im ganzen Stadion verteilt, eingebunden. Aber was ist denn der Athletenrat überhaupt? Der Athletenrat, der hat 3 bis 4 Mal eine Sitzung in der Geschäftsstelle in Dortmund. Und wir machen so Aktionstage oder Fackelläufe, die wir für die Landesspiele vorbereiten. Und welche Aufgaben macht ihr zurzeit? Welche Aufgaben habt ihr heute im Stadion? Heute im Stadion, also ich bin ja hier für das Interview zuständig. Der andere Kollege steht auch hier und macht die Technik. Und dann haben wir 2 Leute, die Rollstühle hier einhelfen und Kaffee verteilen und so. Und die anderen 2, die werden die Mittelkreisfahne eintragen. Übernehmt ihr tatkräftig heute ganz viele wichtige Aufgaben hier im Stadion. Stefanie, ich habe gerade schon gesagt, du bist Athletensprecherin. Was sind denn deine Aufgaben als Athletensprecherin? Als Athletensprecherin, da sammle ich ganz viele Infos und schütze die Athleten, egal ob die Infos oder Probleme haben, dass sie mir das weitergeben und ich gebe das dann zu meinem Vorstand, den wir haben in Dortmund, der Geschäftsstelle und zum Fachausschuss dann. Gleichzeitig bist du aber noch Sportlerin, deswegen habe ich auch gerade schon gesagt, hoffen wir natürlich, dass du viele Medaillen für uns einheimst. Welche Sportarten machst du? Rollerskating und Snowboard. Und welches war bisher dein größtes Highlight in diesen Sportarten? Kannst du da was nennen? Hast du schon mal was gewonnen? Also mein Liebling, also wenn ich meine Sportart als Liebling habe, dann mache ich gerne Snowboard. Snowboard ist dein Highlight als Sportart. Jetzt warst du aber schon erfolgreich bei einigen Wettkämpfen. Du hast unter anderem an den Weltspielen teilgenommen, in Griechenland mit der Staffel Gold geholt, sehe ich gerade Bronze. Wie war das für dich? Also ich war im Sommer in Griechenland, in Athen. Da im Einzel habe ich Bronze geholt und in der Staffel habe ich Gold. Und dann war ich auch ein bisschen weiter weg gewesen in Südkorea, in Pyeongchang, da habe ich 3-mal Silber geholt. Und im letzten Jahr war ich in Österreich, da habe ich 1-mal Gold und 1-mal Silber geholt. Ja, und es war sehr schön da. Nicht schlecht, große Erfolge bisher, aber auch in der Zukunft gibt es doch bestimmt einige Veranstaltungen des Special Olympics, an denen du teilnimmst. Worauf freust du dich denn besonders?
Also wir haben am Anfang die Wintertage, die freue ich mich sehr darauf, dass wir die Wintertage haben, die Landesspiele im nächsten Jahr 2019 in Hamm. Und als Athletensprecherin werde ich auch ganz viele Aufgaben da vor Ort haben, dass ich das alles managen kann. Wunderbar. Stefanie, vielen Dank, dass du heute hier warst. Vielen Dank, dass du uns heute einen Einblick in deine sportliche Welt gegeben hast. Und wir wünschen natürlich alles, alles Gute. Ganz besonders natürlich dann für Berlin, das ist noch ein bisschen hin, aber auch bis dahin bei den nächsten Spielen. Also vielen Dank an euch, dass ihr heute hier seid. Wir gehen jetzt noch mal kurz in die Musik und dann blicken wir in die Zukunft mit unserem BVB.